als Christus mit sein wahren Lehr versammelt hat ein kleines Heer, sagt er, dass jeder mit Geduld ihm täglichs Kreuz nachtragen sollt. Und sprach, ihr lieben Jünger mein, ihr solltet allzeit wachsam sein, auf Erden auch nichts lieben mehr als mich und folgen meiner Lehr. Die Welt, sie wird euch stellen nach und antun manchen Spott und Schmach, verjagen und auch sagen frei, wie das der Satan in euch sei. Wenn man euch lästert und verschmäht, um meinetwillen verfolgt und schlägt, seid froh, denn siehe, euer Lohn steht euch bereit vor Gottes Thron. Seht mich an, ich bin Gottes Sohn und hab auch allzeit wohlgetan. Ich bin zwar auch der Allerbest, doch haben's mich getötet zuletzt. Weil mich die Welt ein bösen Geist und argen Volksverführer heißt, auch meiner Wahrheit widerspricht, so wird sie's euch auch schenken nicht. Doch fürcht euch nicht vor solchem Mann, der nur den Leib ertöten kann, sondern fürcht mehr den treuen Gott, der beides zu verdammen hat. Derselbe prüft euch wie das Gold und ist euch doch als Kindern hold, sofern ihr bleibt in meiner Lehr, will ich euch lassen nimmermehr. Denn ich bin euer und ihr seid mein, drum wo ich bin, da sollt ihr sein. Und wer euch plagt, berührt mein Aug, weh demselben an jenem Tag. Euer Elend, Furcht, Angst, Not und Pein wird euch dort große Freude sein und diese Schand ein Preis und Ehr wohl vor dem ganzen Himmelsheer. Apostel nahmen solches an und lehrten dies auch jedermann. Wer dem Herrn Jesus folgen wollt, dass er darauf gefasst sein sollt. O Christe, hilf du deinem Volk, dass dir in aller Treu nachfolgt, dass es durch deinen bittern Tod erlöset wird aus aller Not. Lob sei dir Gott in deinem Thron, dazu auch deinem lieben Sohn, auch dem Heiligen Geist zugleich, der zieht noch viel zu seinem Reich.